Dann schauen wir uns doch mal um nach den beiden. Hey Freund! Du, das ist pfundig, so eine feine Seele. Ich will Bier. Und werden gleich von einem Unbekannten angesprochen. Diese versperrten Straßen heutzutage sind wirklich das Letzte. Mein Onkel ist in Baldur's Tura und ich kann ihn nicht besuchen. Wer bist du? Warum redest du mit uns? Na gut, fragen wir ihn mal ein bisschen aus. Wie kommt es, dass die Straßen gesperrt sind? Wo wart ihr denn in den letzten Monaten? Auf den Straßen wimmelt es von Räubern, die hinter jedem noch so kleinen Stück Eisen her sind. Sicher seid ihr einigen von ihnen auf eurer Reise hierher entkommen. Das heißt, sofern ihr nicht über die Straße vom Westen hergekommen seid. Warum ist die Straße nach Westen immer noch offen? Wenn es eine Bücherknappheit geben sollte, ist die Straße nach Kerzenburg die gefährlichste von allen. Das kann ich euch versichern. Aber die haben es auf Metall abgesehen. Deshalb machen sie hauptsächlich die größeren Handelsstraßen zwischen Baldur's Tor und Amn unsicher. Das Wirtshaus hier liegt genau mittendrin. Na super. Ach ja. Na, wenigstens ein guter Platz, um mit dem Abenteurern anzufangen. Hier ist wenigstens was los, im Gegensatz zu Kerzenburg. Und das hier sieht doch aus wie unsere Truppe. Ja, seid gegrüßt. Seid gegrüßt, ihr kommt mir bekannt vor, obwohl wir uns noch nie begegnet sind. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich glaube, ihr seid Garayans Kind. Ich heiße Jahira, das ist Khaled. Sehr angenehm. Wir sind alte Freunde eures Stiefvaters. Ist er nicht bei euch? Ich befürchte das Schlimmste, denn er würde seinem einzigen Kind niemals gestatten, ohne Begleitung umherzustreifen. Sollte er tatsächlich dahingeschieden sein, so fühlen wir mit euch. Garayan hat oft betont, wie wichtig ihm eure Sicherheit ist. Sogar wichtiger als seine eigene. Für den Fall, dass ihm etwas zustieße, hatte er sich gewünscht, dass Khaled und ich an seiner Stelle für euch sorgen sollten. Allerdings seid ihr inzwischen viel älter und die Wahl eurer Kameraden liegt nun in euren eigenen Ermessen. Wir könnten euch begleiten, bis ihr eine feste Bleibe gefunden habt, euren Platz im Leben. Auf diese Weise könnten wir Garayan einen letzten Dienst erweisen, obgleich wir zuerst nach Nashkel gehen sollten. Ja, hier sieht man schon, kaum 5 Minuten kennen wir uns, schon will sie uns sagen, wo wir weitermachen sollen. Okay, zum einen ist natürlich die Spielleitung, dass wir als nächstes in das Gebiet gehen sollen. Zum anderen ist aber auch Teil ihres Charakters. Also sie sagt gerne, was man tun und lassen soll und wie der richtige Weg ist. Sie ist halt da so ein bisschen herrisch, was das angeht. Khaled hingegen ist sehr sympathisch. Ist zwar ein bisschen schüchtern und sein Charakter passt nicht unbedingt zum Krieger, aber ein wesentlich angenehmerer Zeitgenosse. Khaled und ich, wir kümmern uns um die örtlichen Angelegenheiten und Gerüchten zufolge geschehen in der Mine dort merkwürdige Dinge. Sicherlich habt ihr von der Eisenknappheit gehört. Es wäre gut, wenn ihr uns helfen würdet. Es betrifft uns alle, auch euch. Wir sollten uns mit dem Bürgermeister der Stadt treffen, Berun Gastkill. Na gut, eure Gesellschaft wäre hier sehr willkommen. Sehr gut, wir machen uns auf den Weg, sobald ihr bereit seid. Beeilt euch. Und schwupp, sind wir 4 Leute in der Gruppe. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Schauen wir mal kurz die Charaktere durch. Jahira bräuchte auf jeden Fall eine bessere Rüstung und eine Waffe und ein Schild. Khaled ist gut ausgerüstet. Doch. Okay, also nur für Jahira was. Gehen wir mal kurz einkaufen. Das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Sind nicht viele Reisende hier durchgekommen in letzter Zeit? Achso, nee. Sind nicht viele Reisende durchgekommen in letzter Zeit. Liegt wohl an dem Tovahabuhu drunten im Süden. Nun, was kann ich für euch tun? Was habt ihr zu verkaufen? Den weg, den weg. Das auch weg. Alles weg. Bis auf das magische Geschoss, das wollten wir behalten. Und dafür kaufen wir eine Keule. Denn Jahira kann nicht mit besonders vielen Waffen umgehen, weil sie halb Druidin ist. Eine Keule und... ein Kettenhemd. Darf Jahira das tragen? Ja, okay. Wie schaut es mit Fernkampfwaffen aus? Eine Schleuder. Nee, sie geht schon in Nahkampf. Auch wenn sie nicht ganz so viele Lebenspunkte hat. Und dazu dann noch ein normaler Schild. So. Jetzt hat sie auch gute Ausrüstung. Vor allem auch eine bessere Rüstungsklasse dadurch.
Einen Helm haben wir vergessen. Aber er hatte, glaube ich, keinem Angebot, ne? Gucken wir nochmal kurz. Nö, kein Helm. Die Geschichte des Einhornlaufs. Hm. Na gut. Ich bin ganz Ohr. Hier im Gasthaus haben wir noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Das heißt, Immun geht mal kurz auf Erforschungstour. Sucht euch einen Platz aus. Theoretisch könnten wir hier auch ein bisschen plündern gehen, was sich gerade mit Immun hier anbietet, aber sie ist noch nicht hochstufig genug. Das heißt, ihre Talente reichen nicht aus, um die ganzen Schlösser zu knacken. In ein, zwei Leveln können wir uns das mal vornehmen. Du bist besser in der Stabilität, als diese Steinmauern vorzeigen. Habt ihr schon gehört? Es gibt ja südlich vom freundlichen Arm so einen ungehobelten Ogre, der total auf Gürtel abfährt. Er wollte mir entweder meinen neuen Riemen der Durchdringung oder mein Leben nehmen. Wollte nicht meine signierte Ausgabe von meinem Buch haben. Hey, wenn ihr mir den Riemen wieder beschaffen könntet, wäre ich euch echt dankbar. Okay. Damit haben wir schon mal eine Quest, die auch auf dem Weg liegt, weil wir müssen ja eh nach Süden. Also Richtung Nashkel. Und hier oben gibt es noch eine Quest. Und zwar von ihm. Ein Vergnügen, Sie zu treffen. Hey, ich habe eine klitzekleine Spinnenplage in meinem Keller in Birgost. Ich wollte nach Baldurs Tor Gift kaufen. Aber für meine Beine wäre es so einfacher. Also, wenn wir uns um die Spinnenplage kümmern. Ihr kennt das Haus, wenn ihr es seht. Es steht gleich westlich vom windigen Schwindler. Was auch immer der windige Schwindler ist. Wenn ihr mir die toten Spinnen als Beweis bringt, gebe ich euch 100 Goldmünzen. Das ist doch ordentlich. Wenn es euch möglich ist, bringt bitte auch die alten Stiefel meines Mannes und eine Flasche Wein mit. Dann gibt's noch etwas extra für euch. Naja, was macht man nicht alles für Gold? So, und hier ist auch eine Kleinigkeit. Keine Zeit für Plaudereien. Wird aber auch langsam Zeit, dass du kommst. Hier, diese Kittel müssen bis heute Abend gewascht und geblättet werden. Seid besonders mit den güldenen Pantalons vorsichtig. Da haben 15 Frauen und ein kleiner Junge aus Kalimshan 12 Tage und 4 Nächte dran gewebt. Also achte auf die Nähte. Hier, und poliere das hier. Los an die Arbeit. Ja, für sein Verhalten werden ihm gleich die Hosen geklaut. Ja, verehrter Herr, Pantalons bis heute Abend gepresst und gebügelt. Oder das Frühstück ist gratis, mein Herr. Das passt zu Imrin. Sie ist ja eh in seiner Taverne aufgewachsen und weiß, wie man sich da verhält. Und so kann sie ihn gut veralbern. Du bist hier zum Dienen. Das heißt, lächeln und immer schön hopp hopp. Los, an die Arbeit mit dir. Es gibt keine Münze Trinkgeld, wenn ich eine einzige Träne sehe. Na, sehr sympathisch, der Kerl. Die Hose, die wir jetzt aber gerade bekommen haben, hat keine besonderen Fertigkeiten. Aber sie wird in so ungefähr, ich schätze mal, 500 bis 600 Folgen wichtig werden. Also erst im zweiten Teil von Baldur's Gate. Was ich aber recht cool finde. Also das heißt, man muss den ersten Teil gespielt haben und seine Gruppe importiert haben, damit man den Gegenstand bekommt, um dann mit dem Gegenstand im zweiten Teil was zu machen. Das finde ich cool. Weil so werden diejenigen belohnt, die wirklich von vorne anfangen und alles einmal durchzocken. Was dann wir wären. So. Zwei Aufgaben und ein paar Hosen. Das soll erstmal reichen. So, jetzt sammeln wir mal die Gruppe. Und gehen raus hier. Brauche ich mehr Bier? Das sieht doch schon ordentlich aus. Drei gepanzerte Gestalten, ein Dieb. Ich bin ganz Ohr. Immun schicken wir mal nach unten, damit sie nicht immer in der ersten Reihe steht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Süden. Also der Ogre müsste am nächsten dran sein. Der soll ja südlich von hier sein. Also wahrscheinlich in dem Gebiet. Und die Spinnenplage ist hier in Beregost, nahe einem schwindigen Windler. Danach müssen wir uns erstmal erkundigen. Also hier Ogre, da Spinnen und dann weiter nach Nashkel. So, da müssen wir hin. Ein Ogre ist aber schon ein ganz schön happiger Gegner. Der kann gut Schaden machen, hält auch gut was aus. Heißt, wir werden den dreien gleich im Nahkampf gehen, um ihn zu beschäftigen. Und sobald einer einen Schlag abbekommt, läuft er weg. Oder macht einen taktischen Rückzug. Wir wollen ja als Paladin nicht weglaufen und so, ne? Na, wo bleibt ihr denn?
Und wer ist erster? Khalid ist als erster da. Und zweiter ist... Immerhin... Und Jackie reißt das Schlusslicht. Na gut. Weiter. Hier hin. So, dann schauen wir uns doch mal um. Der war hier in der Richtung. Schwarz. Die sind fast genauso wie die Kreischlinge. Also nicht wirklich gefährlich, außer in größeren Gruppen. So, gucken wir, was sie dabei hatten. Passt nichts wert. Das finde ich auch komisch. Die haben jetzt alle Eisenwaffen dabei. Und die Eisenwaffen sollen ja so begehrt sein und so selten und was weiß ich. Und trotzdem kriegt man dafür nur ein paar Goldmünzen. Das finde ich nicht ganz konform, das Ganze. Aber gut. So ein paar Plotlücken hat ja jedes Spiel. So, eigentlich müsste der Ogre hier in der Nähe sein. Oder bin ich einmal falsch abgebogen? Ist ja schließlich auch schon 10 Jahre oder so her, dass ich zuletzt gespielt habe. Ja, einmal falsch abgebogen. Na gut, ich melde mich, wenn ich ihn gefunden habe. Ja, da habe ich mich doch ein bisschen geirrt. Also es war nicht hier oben, sondern wir sind jetzt hier runtergegangen in das Gebiet. Unterwegs haben wir noch zwei Wölfe getötet, aber sonst nichts Großartiges. Und jetzt steht ein großer Typ mit einer Riesenkeule vor uns. Aber das kriegen wir schon hin. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ich... Autsch. Ich muss sterben. Das... Ja, ich sagte ja, die haben eine grobe Kelle. Wenn sie dann mal treffen. Jetzt ist Shahira dran. Werde ich sterben? Khalid, rette uns. Ich verliere an Kraft. Ich brauche dringend die Hilfe eines Heilers. So, ihr lauft jetzt alle mal weg. Immun benutzt schnell den Stab. Ich zermalm dein Gesicht. Ja, das war übel. Also, knapper geht's echt nicht. Wie viel hat er noch? Gucken wir kurz. 2 Lebenspunkte. 1 Lebenspunkt und 2 Lebenspunkte. Weia. Naja, aber dafür haben wir schon mal unsere erste Quest erfüllt. 2 Gürtel hat er dabei. Wir sollten eigentlich nur einen abgeben. Na gut. Und Gold und eine Waffe. Jetzt sollten wir uns aber erstmal ausruhen. Hat er noch was? Hand auflegen hat er nicht mehr. Shahira hat auch keinen Heilzauber mehr. Gucken wir mal kurz, was sie so an Sprüchen vorbereitet hat. Eine Heilung, Furchtbannen und Verstricken. Verstricken benutze ich eigentlich fast nie. Das kann ein Gegner festhalten, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Mir ist da aber ein extra Heilzauber wichtiger. Und Furchtbannen, ganz so häufig wird man nicht gefiert. Also nehme ich Furchtbannen raus und dafür die Segnung rein. Mit Segen trifft man besser und macht auch mehr Schaden, oder? Nee, einen auf die Rettungswürfe und einen auf die Angriffswürfe. Na gut, aber ist auch okay. Hält 6 Runden, also meistens so ein Kampf. Stufe 2 Zauber kann sie noch nicht. Na gut. Ruhen wir uns kurz aus. Und heilen einmal durch. Einmal werden wir noch rasten müssen. Gut, bisher wurden wir nicht überfallen. Das kann ja auch passieren. Wenn man dann Lager aufsteigt, dass dann plötzlich eine Horde Kreischlinge einen überfällt oder wilde Tiere. Aber soweit hatten wir Glück gehabt. Und vollständig geheilt. Weiter geht's. Gehen wir mal... Also ich werde jetzt das Gebiet hier noch erkunden, dann zur Straße und weiter südlich, um dann nach Beregos zu gehen. Wenn nichts geschieht, sehen wir uns da wieder. Sonst, falls ich irgendwas unterwegs finde, melde ich mich natürlich wieder.